Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren FAQ. Ich habe es euch ja versprochen oder in die Runde gefragt, besteht Interesse an einem Pilzvideo oder einem FAQ-Video zum Thema Zecken, Hirschlausfliege, Mücke, Wildschwein, Fuchsbandwurm, ich nenne es jetzt mal die Gefahren des Waldes. Das werden wir heute abhandeln und dann gibt es noch die ein oder andere weitere Frage zum Thema, wo bekomme ich meine Chemikalien her, mit welchen Chemikalien sollte man überhaupt starten, was sind typische Arten bzw. vielmehr Gattungen, für die man diese Chemikalien brauchen kann. Ja, und vielleicht streuen wir noch die ein oder andere weitere Frage ein. Bevor ich hier jetzt in die erste Frage starte, möchte ich aber noch was loswerden und zwar ein dickes Danke. Gerade in den letzten Wochen gab es wieder einige, die über diese Funktion von YouTube, nennt sich Super Thanks, die ist hier unten unter dem Video, einen kleinen Geldbetrag gespendet haben, unsere Arbeit mit so einem kleinen Geldbetrag unterstützt haben. Und da wollte ich einfach nochmal persönlich Danke sagen, denn ja, ich weiß nicht, es ist immer so unpersönlich, wenn so ein Kommentar mit so einer Spende reinflattert und man schreibt einfach super, vielen Dank für die Unterstützung. Da finde ich, gehört ab und zu auch so ein persönliches Danke einfach dazu. Also vielen, vielen Dank an jeden, der diesen Button in letzter Zeit bzw. generell bis jetzt genutzt hat. Fangen wir vielleicht gleich mit einem Thema an, wo ich zugeben muss, dass ich eigentlich trotz meiner enorm vielen Waldrunden, zumindest im Vergleich zu anderen, ja eigentlich keine Erfahrungen habe. Und es ist das Thema Wildschwein. Warum habe ich keine Erfahrungen? Ich habe noch nie irgendwo ein Wildschwein laufen sehen. Das am nächsten dran, würde ich jetzt mal sagen, sind irgendwelche feuchteren Stellen, wo man weiß, okay, das sieht so aus, als hätte sich da ein Tier drin gesuhlt, Wildschwein verdächtig. Aber so, dass ich irgendwo durch den Wald gestreift wäre und eine große Gruppe Wildschweine gesehen hätte oder auch ein einzelnes Wildschwein oder irgendwo mal diesen typischen Maggi-Geruch wahrgenommen hätte, ist bei mir 0,0 vorgenommen. Dementsprechend kann ich da jetzt auch nicht so wirklich aus der Erfahrung sprechen. Aber man liest ja immer wieder, so eine Wildschweinbegegnung soll nicht ohne sein und man soll sich da lieber fernhalten. Was heißt fernhalten? Oft wird er gleich beschrieben, ja, taucht dieser typische Maggi-Geruch irgendwo auf, der diesen Wildschweinen zugeschrieben wird, soll man den Wald sofort verlassen. Das halte ich persönlich für übertrieben, aber würde ich diesen Maggi-Geruch wahrnehmen, wäre ich zumindest sehr, sehr hellhörig, sehr, sehr wach und würde ganz genau aufpassen, bewegt sich da irgendwas im Unterholz, bewegt sich da was, großen Bogen drum machen, hört man irgendwo was, Gegrunze, irgendwo Geraschel, ja, würde ich auch da nicht in die Nähe hingehen, sondern einen großen, weiten Bogen drum machen. Grundsätzlich ist es so, Schwein hört sich jetzt erstmal nicht so gefährlich an, aber so ein Wildschwein, ja, ist doch nochmal was ganz, ganz anderes wie dieses typische pinke Hausschwein, das vielleicht viele kennen. Diese Wildschweine haben ganz oft diese ganz, ganz krass ausgebildeten Hauer und wenn so ein Wildschweinkoloss, so ein ausgewachsenes Wildschwein angreift, weil es zum Beispiel seine Junge verteidigen will, ich würde mich mit so einem Wildschwein auf gar keinen Fall anlegen wollen. Deswegen, wie auch bei allen anderen Waldtieren, man will diese Tiere ja auch irgendwo nicht stören, da geht es ja auch so ein bisschen um Rücksicht. Lieber einen großen Bogen drumherum machen, wenn man irgendwo den Verdacht hat, dass Wildschweine sich da aufhalten, würde ich da nicht unbedingt gezielt hinlaufen, auch wenn es da vielleicht irgendeine ja, ganz, ganz tolle Steinpilz-Pfifferlingsecke oder irgendwas gibt, sondern lieber einen Bogen drumherum machen, in eine andere Ecke schauen und irgendwie so eine Begegnung gar nicht erst riskieren, sondern Begegnung aus dem Weg zu gehen. Und ansonsten, wie gesagt, meine Erfahrungen mit Wildschweinen sind extrem begrenzt. Vielleicht ist es Glück, vielleicht auch so ein bisschen Pech, weil ich finde so Tierbegegnungen, zumindest mit einem gehörigen Respektsabstand, dann doch irgendwo schön. Ja, so eine Wildschweingruppe irgendwo da 300, 500, 600 Meter in der Entfernung durchrauschen zu sehen, wäre schon mal sicherlich so ein kleines Erlebnis, über das ich mich dann doch eher freuen würde, als dass ich irgendwo Angst davor hätte. Deutlich, deutlich mehr Erfahrungen habe ich beim Thema Mücken und vor allem hier. Warum? Ja, das muss ich kurz erklären. Jemand, der nicht Pilz-YouTuber ist oder keine Pilzporträts dreht, der weiß das vielleicht nicht. So ein Pilzporträt wird in der Regel so gedreht, man hat die Kamera in der Hand und filmt dann den Pilz von allen Seiten. Hutoberseite, Hutunterseite, Stieloberfläche, Stielbasis und so weiter und so weiter. Und so eine Szene dauert ungefähr 30 Sekunden. Und wenn man dann Hochsommer hat, es schön schwül ist, überall die Mücken surren, dann passiert Folgendes. Man nimmt die Kamera in die Hand und es dauert ungefähr 3 Sekunden, bis die erste, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte oder sechste Mücke auf der Hand sitzt und dann auch kräftig reinsticht. Kann man prinzipiell kaum verhindern. Selbst mit irgendwelchen Mückenmitteln und so weiter, keine Chance. Wie kann man sich dann schützen? Ja, an den Händen, gerade wenn man filmt, eigentlich, wie gesagt, keine Chance. Aber am restlichen Körper, man sieht mich auch bei 40 Grad im Hochsommer mit Pulli und langer Hose durch den Waldstreifen.
wenn man kurze Haare hat, so wie ich jetzt in dem Moment, unbedingt Kappe aufsetzen, ja, weil sonst sieht es da oben aus nach einer Waldrunde wie ein Streuselkuchen. Ansonsten gibt es natürlich Mückenmittel ohne Ende. So wirklich krass geholfen hat bei mir da aber ehrlich gesagt nichts. Ja, es kann schon sein, gerade die Hände sprühe ich immer ganz gerne mit irgendwelchen Mückenmitteln ein. Da probiere ich jedes Jahr im Prinzip eins aus. Aber dass die Stiche da komplett verhindert werden, habe ich dann ehrlich gesagt auch noch nie erlebt. Kann dann sein, dass man statt 10 oder 20 Stichen dann nur 3, 4 oder 5 hat. Aber dass irgendein Mittel da die Mücken komplett fernhält, wie gesagt, habe ich nicht erlebt. Falls da jemand einen Tipp hat, ich wäre mega, mega dankbar, denn ich freue mich schon jetzt nicht auf die Zeit, wenn man dann wieder auf seine Hände schaut und überall die roten, juckenden Pusteln zum Vorschein kommen. Das Thema Zecken und Hirschlausfliegen. Ja, das wird vielleicht ein längerer Teil in diesem Video. Fangen wir vielleicht erstmal an, warum habe ich vor Zecken zum Beispiel viel mehr Respekt oder vielleicht sogar so eine kleine Spur mehr Angst als vor einer Begegnung mit Wildschweinen. Es sind die Krankheiten, die diese Zecken übertragen. Gut, gegen FSME kann man sich impfen lassen, bin ich auch geimpft. Ich will da keine Empfehlung für irgendwas aussprechen, will nur sagen, Impfung gibt's, kann man machen, muss man für sich selbst entscheiden. Ich persönlich habe es machen lassen, alleine schon deswegen, weil ich eben meine 150-200 Waldrunden im Jahr drehe. Und wer sich so viel in der Natur aufhält, für den wäre es vielleicht doch so ein bisschen zumindest anzudenken, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das andere Thema ist, und da kann man sich prinzipiell eigentlich kaum bis gar nicht schützen, außer dass man Zeckenbisse verhindert, ist das Thema Borreliose. Mit der Borreliose hatte ich selbst einen Berührungspunkt. Ich hatte Borreliose und ja, das ist bei mir ein bisschen blöd gelaufen. Das ist mit einer Zahn-OP, Weisheitszahn-OP zusammengefallen. Dann habe ich für die Zahn-OP prophylaktisch Antibiotikum genommen. Ja, dann war diese typische Wanderröte erst weg, dann war sie wieder da. Das heißt, die Borreliose war ganz, ganz lang irgendwo so halb oder ganz oder viertelt im Körper aktiv. Und deswegen habe ich schon so ein bisschen Angst vor den Spätfolgen dieser Borreliose. Denn wenn die Borreliose mal länger im Körper ist, dann kann das nach einigen Jahren oder Jahrzehnten sogar dann zu kaputten Gelenken und so weiter führen. Dementsprechend habe ich da gehörigen Respekt davor und ich habe ehrlich gesagt keine Lust dann mit 40, 45 neue Kniegelenke oder irgendwas in diese Richtung zu brauchen. Wie kann man sich in diesem Zusammenhang schützen? Ja, die einzige Möglichkeit, sich zu schützen, ist, den Biss zu verhindern. Wie viele Bisse habe ich denn überhaupt, ja, bei dieser hohen Waldbesuchsanzahl pro Jahr? Ja, da werden jetzt einige vielleicht staunen. Ich habe normalerweise, wenn es hochkommt, maximal 3, 4, 5 Bisse pro Jahr. Woran liegt es? Ja, ich würde das jetzt erstmal meinen Vorsichtsmaßnahmen zuschreiben. Was ich ganz, ganz lang eingenommen habe, ist Schwarzkümmelöl. Das hilft schon mal die Zecken oder ja, das hilft schon mal den eigenen Geruch für die Zecken unattraktiver zu machen. Soll es zumindest. Ja, ob das jetzt wirklich zu 100% klappt, kann ich natürlich nicht bestätigen. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass sich auf mir weniger Zecken aufgehalten haben, als ich dieses Schwarzkümmelöl genommen habe. Dann geht es weiter wieder mit der Kleidung. Ist exakt das gleiche wie bei den Mücken. Ich habe hier drunter ein T-Shirt an, darüber einen Pulli. Dann habe ich eine lange Hose an. Die Hose ist in die Socken gesteckt. Da gibt es jetzt natürlich wieder Wissenschaftler, die sagen, ja, das hält die Zecken nicht auf. Aber ich muss sagen, selbst wenn es die Zecken nicht komplett aufhält, es wird zumindest verhindern, dass so eine Zecke ganz, ganz schnell auf die Socke springt und gleich unter das Hosenbein schlüpft und dann irgendwo in die Kniekehle beißt. Alles, was den Weg der Zecke verlangsamt, würde ich als positiv einstufen. Und eine Grundregel bei mir ist normalerweise immer, nach dem Waldbesuch ausziehen, duschen und dann erst mit irgendwas anderem weitermachen. Konkretes Beispiel aus diesem Jahr. Ich habe das ein einziges Mal habe ich das nicht gemacht. Ich war im Auwald, habe eine Waldrunde gedreht, habe dann gedacht, bevor es jetzt duschen gehst, mäst noch schnell den Rasen und was war, ich hatte meinen ersten Zeckenbiss, weil ich eben nicht direkt nach dem Waldbesuch in der Dusche war. Dusche reicht normalerweise vollkommen aus, wenn man sich da einmal komplett abbraust, dann spült es die Zecken vom Körper, die landen dann zwar irgendwo im Abfluss, was auch nicht so ungefährlich sein soll, aber sie sind halt nicht mehr am Körper. Und dementsprechend, wenn man so ein bisschen vorsichtig letztendlich ist, ja, mit langen Klamotten in den Wald geht, zu Hause dann gleich duscht, dann reicht es normalerweise zumindest dafür aus, dass man nur ganz, ganz wenige Zeckenbisse pro Jahr hat. Und wenn man die Zecke, die dann beißt, auch relativ schnell bemerkt und relativ schnell entfernt, dann soll es auch das Risiko von so einer Borreliose-Infektion vor allem sehr, sehr stark verringern.
Meine Frage an der Stelle wäre jetzt, habt ihr vielleicht noch andere Tipps als lange Klamotten, direkt nach dem Waldbesuch duschen, Schwarzkümmelöl oder irgendwas anderes, wo man sagen kann, das hilft wirklich. Ein Tipp, den ich schon öfter gehört habe, ist, dass man sagt, okay, man macht es bei den Socken nicht nur so, dass man die lange Hose in die Socken stopft, sondern dass man diese Stelle an den Knöcheln dann auch mit doppelseitigem Klebeband umwickelt, dass die Zecken dann praktisch gesehen auf diesem Klebeband hängen bleiben. Weiß nicht, ob das schon mal jemand probiert hat. Wenn ihr da positive Erfahrungen habt, dann gerne in die Kommentare schreiben. Was mich fast so ein bisschen erstaunt hat in den Kommentaren, wo ich eben geschrieben habe, habt ihr Fragen zu dem Thema Zecken und so weiter, waren die Fragen zum Thema Hirschlausfliege. Ja, ich habe da schon immer so meine Begegnungen, 2-3 pro Waldrunde, gerade wenn die Hochsaison haben, aber so, dass die mich wirklich mal gebissen hätten, habe ich ehrlich gesagt nicht erlebt. Ja, die springen dich an oder fliegen dich an, werfen die Flügel weg und versuchen dann irgendwo reinzubeißen. Aber diese Hirschlausfliegen sind ja in der Regel so groß, das spürt man sofort. Ja, wenn die irgendwo hinfliegt, hier gerade in Richtung Haaransatz, dann merkt man das sofort, dass da was krabbelt und dann packe ich halt zu und schmeiße diese Hirschlausfliege irgendwo einfach weg. Und ein Biss von einer Hirschlausfliege, ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich das mal gehabt hätte. Also da ergreife ich auch keine Vorsichtsmaßnahmen, weil ich im Prinzip dieses Problem von Hirschlausfliegenbissen, ja, sie sind nervig, ja, sie versuchen zu beißen, aber dass wirklich eine beißt, so einfach nicht kennen. Kommen wir zur letzten Waldgefahr in Form vom Fuchsbandwurm. Was halte ich davon? Wie sieht es da aus? Habe ich Angst vor dem Fuchsbandwurm? Gibt es irgendwelche Maßnahmen, die man ergreifen kann? Da möchte ich jetzt erstmal kurz in meine Kindheit ausholen. Da war es nämlich so, wenn wir in den Bergen wandern waren oder auch im Wald unterwegs waren, gab es vorher schon von den Eltern vorsichtshalber die Belehrung, auf keinen Fall irgendwelche Beeren sammeln und essen, da könnte ja der Fuchsbandwurm drauf sein. Im Endeffekt würde ich sagen, gerade auch den Eltern wird in diesem Zusammenhang sehr, sehr, sehr viel Angst gemacht, die meiner Meinung nach, wenn man so ein paar Punkte beachtet, vielleicht auch komplett oder zumindest teilweise unbegründet ist. Warum? Ich würde sagen, Fuchsbandwurm ist vor allem dann ein Thema, wenn es irgendwo in der Nähe Fuchsbauten gibt, wenn es irgendwo in der Nähe Tierkot gibt und in der Nähe, da meine ich wirklich, man hat hier den Heidelbeerstrauch und daneben ist der Fuchsbau oder der Tierkot. Ja, und wenn man eben darauf achtet, dass man sich ein bisschen umschaut, ist hier irgendwo sowas wie ein Dachsbau, ein Fuchsbau, liegt hier irgendwo überall Tierkot rum, dann würde ich Bären natürlich nicht roh sammeln und sie verzehren. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Pilze. Ja, und wenn man das beachtet, würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Fuchsbandwurm zu infizieren, zwar nicht bei null, aber sehr, sehr, sehr gering. Also da habe ich nicht irgendwie Bedenken zu sagen, ich sammle mir jetzt irgendwo im Wald irgendwo Heidelbeeren, wo eben kein Tierbau, kein Dachs, kein Fuchsbau in der Nähe ist. Ansonsten muss man zum Thema Pilze natürlich auch sagen, die meisten Wildpilze sind, wie die meisten auch wissen, roh giftig bzw. stark unverträglich, die müssen sowieso gegart werden. Wenn es sich jetzt um eine Ausnahme bei den Wildpilzen handelt, beispielsweise natürlich die Steinpilze, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt doch mal einen Steinpilz-Carpaccio machen, ich möchte so einen jungen Babysteinpilz mal in den Salat reinhobeln, dann kann man das meiner Meinung nach ohne Bedenken machen, wenn man eben darauf achtet, dass kein Fuchsbau in der Nähe ist und auch nirgendwo in der Nähe von dem Fruchtkörper, den man da geerntet hat, Tierkot zu finden war. Und dann braucht man da wirklich, meiner Meinung nach, keine Angst haben. Ich kenne auch keine Geschichte irgendwo aus der weiteren Verwandtschaft oder aus dem Freundeskreis, wo jemand gesagt hätte, er wäre vom Fuchsbandwurm betroffen. Wenn da wieder, ähnlich wie beim Morchella-Syndrom, damals irgendwer irgendwelche Geschichten, Erfahrungen oder irgendwas zum Thema beizutragen hat, dann wie immer gerne die Kommentare nutzen. Bin ich sehr dran interessiert. Kommen wir zum Rundumschlag bei den Chemikalien. Wo bekommt man die Chemikalien her? Welche Chemikalien würde ich für den Start empfehlen? Und warum der ganze Zinnober eigentlich? Warum Chemikalien und Pilze sammeln? Macht doch alles keinen Sinn. Warum soll ich meine gefundenen Pilze mit Chemikalien beschmieren? Fangen wir vielleicht erstmal mit dem Thema Online-Shop an. Es gibt tatsächlich im Netz einen Online-Shop, der Pilzbedarf anbietet. Ich habe mit ihnen keine Kooperation, es ist keine Partnerschaft und irgendwie Werbung oder so, sondern es ist halt einfach ein Online-Shop, der da existiert und bei dem ich ganz gerne eben diese Chemikalien bestelle, weil die auch in so praktischen kleinen Fläschchen kommen, die dann vorne ja so einen kleinen Spatel haben, mit dem man diese Chemikalien dann wunderbar auf den Fruchtkörpern auftragen kann. Ich verlinke euch den Shop einfach unten in der Beschreibung. Nochmal betont, das ist keine Werbung, ich bekomme da nichts dafür.
sondern kann den Shop einfach reinen Gewissens empfehlen, weil ich selber schon ein paar Mal da bestellt habe. Mit welchen Chemikalien habe ich denn angefangen? Wie würde ich mit Chemikalien starten? Welche Chemikalien würde ich mir als erstes bestellen? Ich würde anfangen mit 40%iger Kalilauge, dicht gefolgt von Guaiac und Eisensulfat. Ja, und wer noch eine Chemikalie mehr möchte, dem würde ich auch Anilin empfehlen. Wichtig ist an der Stelle, wenn ihr die Chemikalien kauft und irgendwelche, ich nenne es jetzt mal, unvorsichtigen Gesellen im Haus habt, in Form von Kindern oder Haustieren, würde ich diese Chemikalien auf gar keinen Fall offen rumliegen lassen. Ich habe es einfach so gemacht, ich habe mir eine Geldkassette besorgt, ja, und dieses ganze innere Plastikzeug rausgenommen und habe da dann letztendlich meine Chemikalien eingesperrt, damit da ja nichts passiert, denn so ganz ungefährlich sind solche kleinen Fläschchen mit Chemikalien natürlich nicht. Wenn man sorgfältig damit umgeht und keinen Schabernack treibt, klar, kann nicht viel passieren. Aber gerade wenn es in die Richtung giftige Chemikalien geht, ihr wisst ja, wie Kinder sind, die probieren dann gerne mal rum, schütten sich dann die 40%ige Kalilauge hoffentlich nur über die Hand und nicht übers Gesicht. Und dementsprechend, um solche Konstellationen gleich von vornherein zu vermeiden, würde ich empfehlen, wenn ihr euch diese Chemikalien bestellt und ihr irgendwem im Haus habt, egal ob Haustier oder auch Kinder, dass man die wirklich sauber verschließt oder irgendwo hinpackt, wo diese Kinder auf gar keinen Fall irgendwie Zugriff haben, damit da ja nichts passieren kann. Jetzt die Gretchenfrage. Warum eigentlich? Warum bestreicht man Pilze mit Chemikalien? Ja, es gibt in der Pilzwelt im Prinzip zwei komplett verschiedene Bereiche. Es gibt einmal den überwiegenden Teil der Sammler, die prinzipiell vor allem im Spätsommer und im Herbst unterwegs sind und bei denen es darum geht, sich eine schöne Mahlzeit zu sichern. Und dann gibt es den anderen Teil, ich nenne es jetzt mal die Pilzverrückten, und da schließe ich mich jetzt mal komplett mit ein, ja, bei denen sich schon so ein gewisser Suchtfaktor gebildet hat, wo es eher darum geht, so viel wie möglich draußen in der Natur zu sein, so viele Arten wie möglich zu finden und bestimmen zu können. Und wenn es in diese Richtung geht, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man nicht mehr weiterkommt. Warum? Weil es ganz, ganz viele Arten gibt, die sich ganz ähnlich sind. Die haben dann ähnliche Habitatsansprüche, ähnlicher Aufbau vom Fruchtkörper, ganz, ganz ähnliche Farben, die vielleicht in Nuancen ein bisschen abweichen. Ja, aber wo man dann nie so genau weiß, ist es jetzt weiß-gräulich oder grau-weißlich, ist es jetzt weißlich oder creme-weißlich. Und wo man einfach sagen muss, jedes zusätzliche Merkmal kann da helfen, die Arten zu unterscheiden. Oft ist es auch so, und das haben wir ja beim Beispiel vom Schlehenrötling schon erklärt, es gibt zwei Arten mit identischen Habitatsansprüchen, ganz, ganz ähnlichen Farben, einem fast identischen Aufbau vom Fruchtkörper, wo der eine dann mit Guaiac und Anilin reagiert und der andere fast nicht oder gar nicht. Und genau für solche Fälle kann man dann diese Chemikalien verwenden. Da hat man dann eine Bestimmung nicht auf Art, sondern auf Gattungsebene oder kann den Fund auf 1, 2, 3 Arten eingrenzen, bestreicht den Fund dann mit einer Chemikalie und schaut, wie der Fund reagiert. Reagiert er so, wie es für die Art A typisch ist, dann ist es die Art A. Reagiert er so, wie es für die Art B typisch ist, dann ist es die Art B. Und das ist im Prinzip der Hintergrund von diesen makrochemischen Reaktionen, die man dann eben mit den genannten Chemikalien auf ganz, ganz vielen Arten innerhalb der genannten Gattungen, also Champignons, Rötlinge, Häublinge und so weiter letztendlich erzeugen kann und die dann ein weiteres Merkmal, ich nenne es jetzt mal, hervorzaubern oder eben nicht, denn auch eine fehlende chemische Reaktion kann bei einer Art ein wichtiges Bestimmungskriterium sein. Ja, ich hoffe mal, dass euch dieses FAQ wieder gefallen hat, ihr vielleicht die ein oder andere Information mitnehmen konntet. Wenn du jetzt in dem Video irgendwo sagst, nee, da stimme ich nicht überein, oder wenn du sagst, ah, meine Frage wurde schon wieder nicht beantwortet, dann wie immer gerne dieses FAQ nutzen und die Frage vielleicht nochmal oder auch gerne das erste Mal unten in die Kommentare schreiben, denn wir haben uns ja vorgenommen, dass wir diese FAQs regelmäßig machen. Ja, und dann werden wir so in 3, 4, 5, 6 Wochen vielleicht einfach das nächste FAQ nachreichen und die nächsten Fragen beantworten. Ansonsten vielleicht noch ein kurzes Status-Update aus unserer Region. Das FAQ gibt es auch deswegen, weil bei uns aktuelles Pilzwachstum am Nullpunkt ist. Ja, ich habe heute den ersten Knollenblätterpilz, einen Scheidenstreifling, gefunden, der allerdings schon ja, in hundsmiserablem Zustand war. Immerhin der erste Knollenblätterpilz. Ja, und immerhin hat es auch diese Woche extrem bei uns geregnet. Was heißt extrem? Ja, extrem schön vor allem. Wir hatten 30, 40, 50 Liter auf dem Quadratmeter Niederschlag. Und bis dieser Niederschlag jetzt richtig wirken kann, denke ich, wird schon mal ja, so
eine Woche noch vergehen und ich denke dann in Richtung nächste oder spätestens übernächste Woche wird es ganz, ganz, ganz interessant und da werden ganz, ganz schöne Funde möglich sein. Aktuell ist aber eher noch tote Hose. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich bin gespannt auf eure Kommentare zu den heute beantworteten Fragen. Ja, und wenn ihr mögt, dann schreibt es auch gerne auch in die Kommentare, wie es bei euch aktuell mit den Pilzen aussieht. Und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann.